Hey Leute, Crimex hier, was geht, euch Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, wir sind hier bei uns am Haus und wir haben gerade Paul Berger und Turan hier, Leute. Die sind gerade draußen vorne im Hof und ich würde sagen, wir gehen mal zu Paul Berger und Turan und fragen mal, was heute so abgeht, Leute. Lasst mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP und ich habe richtig Bock, heute was mit den Jungs zu machen. Yo, kleiner Bruder. Au! Alter, du, was machst du, Mann? Hey, du hast mich gesubst, nochmal. Jungs, was geht denn? Jungs, was geht bei, was macht ihr? Was hast du für ein krasses Motorradtouren? Ich hab mir gekauft, wir machen Lampensplingen. Alter, ey, habt ihr noch... 3, 2, 1, los! Habt ihr noch... Ey! Ah, ja. Ah, das sieht so aus, als hätten die voll Spaß, Leute. Wir fragen mal, ob wir mitmachen können, so. Ey, das ist ja voll krass, was die hier geplant haben. Alter, ey, die sind ja bis nach da hinten gerade geflogen. Ey, Turan, habt ihr noch ein drittes Motorrad, da ich mitmachen kann? Bobek, hast du noch ein Motorrad geblickt? Nee, Mann, dein Fahrrad, wenn du willst. Ich hab auch kein Motorrad mehr. Ja, nee, mit Fahrrad ist Schmalspur. Dann kauf dir ein Motorrad. Geh in die Stadt, du kaufst jetzt. Ja. Ey, habt ihr nicht Bock, was anderes zu machen? Lass mal in die Stadt gehen, gucken, was heute so abgeht. Ich hab ein bisschen Anruf bekommen, ja, ich muss hoch nochmal. Ey, Leute, Mann, die schließen... 3, 2, 1, los, geht's weiter! Ey, das sind ja... Ey, du bist voll auf meinen Range Rover gesprungen! Ich bin weiter! Mann, pass doch mal auf, ey! Alter, ey, Turan, pass doch mal auf hier, Jungs! Ja, Entschuldigung, Vorwege, ich komm weiter! Die schließen mich einfach voll aus, Mann, ich hab kein Motorrad, kann ich mitmachen, das ist ja voll öde. Ey, wisst ihr was, Leute? Wir fahren einfach mal in die Stadt. Wir brauchen Turan und Paul Berger nicht. Wir fahren einfach mal in die Stadt. Oh, was nein! Turan! Entschuldigung! Wie würdest du das finden, wenn ich in deinen Toulouse reinfahre, ey? Deswegen packen mein Toulouse nie vor eine Lampe. Jetzt habe ich auch noch einen Kratzer im Lambo, Mann, ey. Aber wisst ihr was? Wir nehmen trotzdem den Lambo, Leute, weil solange der Lambo noch da ist, werden wir den jetzt noch ein bisschen fahren. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen in die Stadt. Wir brauchen die anderen nicht, um Spaß zu haben. Wir gucken mal, was da heute so abgeht, Leute. Lasst, wie gesagt, ein Like und ein Abo da. Ja, schade, Turan und Paul Berger. Ihr habt euch verändert. Schade, dass ihr kein drittes Motorrad gekauft habt für mich, dass ich mitmachen kann. Egal, Leute, wir brauchen ihn nicht. Wir haben auch so Spaß. Ab in die Stadt, Leute. Wir schauen mal, was heute so abgeht in GTA, Leute. Let's go. So, Leute, wir fahren jetzt hier einfach mal zum Würfelpark. Hier geht doch immer was ab. Hier sind doch immer so Tuning-Treffen und sowas. Wir fahren hier jetzt mal hin. Schau mal, was hier so abgeht. Schön den Lambo ausgepackt. Ey, pass mal auf, wo du hinfährst, Junge. So, Leute, was geht denn hier so ab, Mann? Hier sind doch normalerweise immer... Wow, seht ihr das? Da ist voll der fette Lamborghini Urus, Mann. Der macht da Burnouts und so. Leute, lass mal abchecken, was da los ist. Wer ist das denn hier? Ich kenne eigentlich jeden hier mit einem Lambo in der Stadt. Das ist ja so auf Toulouse-mäßig schon, wie der Urus von Turan. Wer ist das denn? Ich hab das krasseste... Yo, was geht ab, Mann? Wer bist du denn? Wer bist du? Ich hab hier dein Lambo gesehen. Schönes Auto hast du hier. Ich weiß, du hast ein scheiß Auto. Warum ist dein Auto blau? Ja, ich hab mein Auto schon immer blau. Das ist iCrimex-Lambo blau. Was für iCrimex? iCrimex kennt keiner. Mach das Auto wieder weg. Ich will, dass nicht das Blau ist, so wie meins. Hey, du bist ich hier nicht... Ich bin der krasseste hier in der Stadt. Alter, ist ja gut, Mann. Beruhig dich. Ich hab doch nur gesagt, dass du ein schönes Auto hast, Mann. Warum bist du denn so abgehoben? Wer bist du überhaupt? Ja, und? Wasser ist auch nass. Muss man auch nicht immer sagen. So, ich will, dass du dein Auto jetzt umfärbst. Ich bin der Einzige in der Stadt, der blau trägt. Hey, Leute, Alter, der Typ ist... Wer ist das, Mann? Der ist voll unfreundlich. Der hat mir nicht mal gesagt, wie er heißt. Ich hab ihm nur gesagt, dass er ein schönes Auto hat und der ist voll unfreundlich. Ey, wie heißt du denn überhaupt? Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Du Schmalspur, natürlich. Ja, du kennst mich nicht. Ist natürlich klar. Hat er mich gerade Schmalspur genannt? Ich habe das Wort Schmalspur erfunden. Ey, dein hessischer hier Huracan, ja? Der wird nicht mehr in Blau gefahren. Haben wir uns verstanden? Ey, du hörst mir jetzt mal zu, du Schmalspur. Erstmal sag ich immer Schmalspur. Und erstmal bin ich schon blaue Lambos gefahren. Da gab's dich nicht mal. Keine Ahnung, wer du bist hier. Du bist so irrelevant. Das interessiert, wie lange es dich gibt. Du Fusselvieh, ey. Lambo jetzt, weg, das Blau weg. Hör auf, mein Lambo zu schlagen. Das nächste Mal werde ich nicht auf den Lambo schlagen, dann werde ich ihn explodieren lassen. Ey, der hat mein Lambo nochmal geschrammt, ey. Ja. Ey, Leute, ich weiß immer noch nicht, wer das ist, Mann. Wer ist das denn? Kennt ihr den? Schreibt's mal in die Kommentare. Ey, der war übelst unfreundlich. Der bildet sich ja richtig krass was drauf ein, dass er ein Lambo fährt. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich werde den jetzt hier einfach mal verfolgen. Keine Ahnung, wer der Typ da ist. Irgendwie so ein komischer, behaarter, blauer... Keine Ahnung was, das ist Monster oder so. Und der war irgendwie voll abgehoben, meinte, er ist irgendwie reicher, berühmter, fährt krassere Autos. So ein Idiot kann nicht mal geradeaus fahren, ey. Hey, das war deine Schuld. Boah, ey, der knallt einfach Leute ab, nur weil er selbst nicht fahren kann. Ey, der ist übelst krass und er hat mir irgendwie Verbot gegeben, dass ich mit einem blauen Lambo nicht rumfahren darf. Ich habe ja wohl zuerst meinen Lambo blau gemacht. Und das Wort Schmalspur hat er auch von mir.
So, ihr Schmalspuren. Ey, der sagt das schon wieder. Weg hier. Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt rausfinden, wo der Typ wohnt, wer das ist. Wir wissen ja immer noch nicht, wie der heißt. Das werden wir jetzt alles rausfinden und dann werden wir dem erstmal eine Lektion erteilen. Ey, Leute, ich verfolge den jetzt hier schon richtig lange. Wo fährt der denn hin hier? Der fährt aus der Stadt raus. Oh, warte mal. So. Ist das da? Oh mein Gott. Boogie ist wieder da. Das sind ja eben seine Securities da hinten. Guten Tag, Boys, fahren Sie rein. Ja, macht mal Platz, ihr Schmalspuren. Der disst ja selbst seine eigenen Securities weg und der fährt hier die Auffahrt hoch. Leute, da oben muss irgendwo sein Haus sein. Ich glaube, der Typ hat echt eine krasse Villa. Also keine Ahnung, der Typ ist zwar echt unfreundlich, aber ich glaube, bei dem läuft wirklich gut, wenn er hier so eine Villa hat und so Securities. Und selbst seine eigenen Securities macht der dumm an. Was hat er gerade gesagt, Leute? Hoogie Woogie ist wieder da? Wer ist das denn? Oha, der Security hat einfach den Bauarbeiter da umgeschlagen. Alter, wisst ihr was, Leute? Ich versuche jetzt mal ein bisschen rauszufinden hier was mit den Securities. Ich werde mal mit denen kurz reden. Aber ich mache mal irgendwie wie so ein Tourist, als hätte ich mich verirrt so. Ja, guten Tag, hallo. Stopp. Zurück. Ist hier das Krankenhaus? Zurück. Nein. Ist hier das Krankenhaus? Oh, Leute, bitte wechseln Sie sofort die Straßenseite. Geht's hier zum Krankenhaus? Hallo. Ich muss Sie mitnehmen. Ey, lass mich runter. Nimm mich ja hier direkt mit. Nein, ich bin nur ein Tourist hier. Ich kenne mich nicht aus. Ich suche das Krankenhaus. Wo ist das Krankenhaus? Hören Sie mir zu. Das Krankenhaus in der Stadt hier. Privatzone. Aha. Privatzone. Sie dürfen hier nicht reingehen. Haben die verstanden? Und wer wohnt hier? Hoogie Woogie. Hoogie Woogie. Wer ist das? Wer ist denn Hoogie Woogie? Wer ist das? Kenne ich nicht. Sie kennen Hoogie Woogie nicht? Nee, ich kenne keinen Hoogie Woogie. Aber ich dachte, Sie sind ein Fan von ihm, weil Sie auch ein blaues Auto haben, aber... Nee. Nein, ich hatte... Ey, warum denkt jeder, dass ich das ihm nachgemacht habe? Ich hatte zuerst ein blaues Auto. Wer ist dieser Hoogie Woogie? Also, ich bitte Sie jetzt, das Gelände zu verlassen. Dankeschön. Ja, okay. Leute, Mann, okay. Wir müssen noch mehr rausfinden. Und vor allem will ich da reinkommen und dem Typen eine Lektion erteilen. Lass mich mal rausfinden, wie ich da reinkomme. Also, wir haben hier unten direkt mal zwei Securities. Vielleicht kann ich die ausschalten und mich da reinschleichen. Weil ich glaube, dieses gesamte Anwesen da oben ist auf so einem Berg drauf. Da kann man auch nicht mit dem Lambo einfach hochfahren. Da bräuchte ich, wenn, schon ein Heli oder sowas. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich werde mich da jetzt einfach mal reinsneaken. Wir werden als allererstes mal den Lambo hier unten verstecken, damit das hier nicht so auffällt. Oh, Leute, guck mal, da vorne ist auch gerade ein Krankenwagen wegen dem Bauarbeiter, die ihn da umgeklatscht haben. Das ist schon mal ein ganz gutes Ding. Vielleicht kann ich mich jetzt hier so ransneaken. Okay, zwei Securities. Ich muss irgendwie einen Moment abwarten. Okay, einer geht gerade nach vorne und geht zu den Sanitätern. Okay, der ist da alleine. Warte mal, ich werde jetzt nochmal kurz fragen so. Ja, guten Tag. Sind Sie ganz sicher, dass hier nicht das Krankenhaus ist? So, weg. Oh, Leute, ich muss den ganz schnell wegmachen. Ich muss den ganz schnell hier wegtragen, bevor der andere das sieht. So, weg. Oh, perfekt, Leute. Ich habe ihn da einfach über die Mauer drüber geworfen. Okay, wir passen jetzt kurz auf, wenn der andere wieder zurückkommt. Okay, der ist da noch am Krankenwagen. Alexander! Ja, wo ist Stepan? Wo ist der? Der ist einfach verschwunden, ich weiß nicht. Oh nein, jetzt sind da ja wieder zwei. Jetzt sind da ja wieder zwei, Leute. Der Krankenwagen ist wegen dem komischen Bauarbeiter wieder da. Ich muss mich hier reinschleichen. Ja, warte, ich kümmere mich um die. Ja, ich guck mal auch rein. Okay, warte, das ist der perfekte Moment. Ich renne jetzt hier einfach hoch. Ey! Oh nein. Haben die mich gesehen? Oh nein, der rennt mir hinterher. Scheiße, Mann, die haben mich gesehen. Bleib ich hier stehen. Nein, Leute, die haben mich gesehen. Scheiße, Mann, wisst ihr was? Ich werde die einfach abknallen. Ist mir egal. So, und... Stück Scheiße, lass mich jetzt hier. Wo ist der andere? Wo ist der zweite hin? Keine Ahnung, wo der ist. Egal, wir haben den Typen abgeknallt. Okay, wir gehen jetzt hier hoch. Wir werden uns jetzt diesen Hoogie Woogie schnappen und uns bei dem rächen, weil der uns so angemacht hat. Holy moly, Alter. Was hat der für ein riesiges, großes Anwesen? Was für eine fette Villa? Da ist noch einer. So, perfekt. Ach du Scheiße, Mann, wie viele Securities hat der? Okay, wir haben hier schon zwei beiseite. Da ist noch einer. Wir werden ja, glaube ich, angegriffen irgendwo. Ich höre Schüsse. Nein. Hier redet jemand. Da oben ist noch einer. Wer gibt dich? Du hast keine Chance. Komm doch raus, Junge. Ah, hab dich überlichtet. Hey, wie heißt du? Wie heißt du, Mr. Security? Mein Name ist Jamal. Jamal. Alter, warum helft ihr überhaupt diesem Hoogie Woogie? Der behandelt euch doch wie Scheiße. Und der bezahlt uns gut. Das ist keine Schmalspur, so wie du. Okay, das war das Letzte, was du sagen wirst. Niemand nennt iCrimex eine Schmalspur. Krass, Mann. Also, wer auch immer dieser Hoogie Woogie ist, man muss ihm sagen, oder man muss ihm lassen, er hat wirklich eine fette Villa hier. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mal die meisten Securities ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob hier in dem Haus noch welche... Oh mein Gott, da vorne läuft noch einer. Versuchen uns jetzt erstmal ins Haus reinzuschleichen. Leute, ich will wissen, wo dieser Hoogie Woogie seine Garage hat, Da läuft er. Ich will ihm Autos klauen, Leute, um ihm eine Lektion zu erteilen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie bedrohen und herausfinden, wo seine Autos geparkt sind. Okay, da vorne ist noch ein Security. Ich werde mich mal ein bisschen an ihn ransneaken. Okay, das muss man dem Typen wirklich lassen. Hier hat er Goldplatten hängen.
Hat der irgendwie auch Musik gemacht oder so? Leute, aber egal, wie gut bei jemandem läuft, man darf nie abgehoben sein. Oh, perfekt, der ist am Schlafen. Der ist am Schlafen. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie würdet ihr machen? Sollen wir den Typen jetzt direkt mal erpressen? Oder soll ich erst ein paar Autos klauen, bis er es merkt und ihn dann erpressen? Wisst ihr was? Wir lassen ihn hier mal schlafen und wir werden erstmal Autos klauen. Haha. Oh, da ist noch einer. So, weg mit dir. Oh, oh. Ist er gerade wach geworden? Nee, zum Glück habe ich Schalldämpfer. Zum Glück habe ich Schalldämpfer. Okay, perfekt. Wir gehen weiter. Ich werde ihm erst ein, zwei oder vielleicht auch drei Autos klauen. Und dann können wir ihn ja immer noch erpressen, Leute. Weil wir können ja auch nur ein Auto fahren. Wenn ich ihn jetzt direkt erpresse, dann kann ich ja nur ein Auto klauen. Und ich will ihm ja richtig viele Autos klauen. Okay, hier scheint die Garage zu sein. Wir brechen hier ein. Okay, Garagentor ist auf. Oh mein Gott. Alter, was hat der denn hier? Was hat der hier für eine kranke Garage, dieser Hookie-Woogie? Blaue Lambos, blaue G-Klasse. Okay, die gelben Felgen sind zwar ein bisschen hässlich, aber passt halt irgendwie zu seinem Outfit mit diesem Blau-Gelb. Und allein dieser Ausblick, dieser Panoramablick hier, was das für ein krankes Haus, Mann. Oh, heftig. Leute, welches Auto sollen wir ihm zuerst klauen? Wisst ihr was? Ich werde ihm zuerst mal hier den Lambo wegnehmen. Haha. So, Leute, wir steigen jetzt hier mal ein. Oh mein Gott, was ist das? Alarm! Alarm! Oh nein! Tote Wachen hier, bitte alle Einheiten umschalten. Ach du Scheiße, Mann, ach du Scheiße, Mann! Check. Oh, ich höre Funksprüche, Funksprüche! Oh nein, die schießen auf mich! Scheiße, Mann, weg hier, die haben mich bemerkt, die Wachen von diesem Hoogie-Woogie. So, weg. Aktiviere Laserüberwachungssystem. Oha, was für, Alter, die haben Laserwaffen! Okay, Raketenabwehrgeschütze aktiviert. Oh nein. Okay, ich muss schon. Oh mein Gott, die schießen hier sogar Raketen auf mich. Okay, ich muss diesen Hookie-Woogie schon lassen. Er hat krasse Wachen. Aber komm. Tor, geh auf. Wir haben das erste Auto geklaut, Leute. Shit. Oh mein Gott, ich muss die Autos hier irgendwo verstecken. Wo kann ich die am besten verstecken? Wisst ihr was? Ich werde mal kurz Touren anrufen. Der kann mir vielleicht helfen oder hat vielleicht eine Idee, wo ich hier diese geklauten Autos unterbringen kann. So, kurz Handy rausnehmen. Yo, Touren, hallo? Ja, hallo? Ey, Touren, bist du noch mit Paul Berger am Rampenfahren? Nein, ich bin wieder nach Hause gefallen. Okay, du, ich klaue hier gerade von irgendwie so einem Hoogie-Woogie-Autos. Der war voll unfreundlich. Kannst du da vielleicht direkt so einen Händler irgendwie vielleicht im Ausland klären, dass wir die Autos direkt verschiffen, weil die ist Fehlerware, die werden gesucht. Ja, komm, bringen die zur Hafe. Ich werde da hinten ein paar Container stellen. Okay, super, danke dir, Touren. Tschüss. Okay, Leute, Touren hat gesagt, ich soll den Wagen zum Hafen bringen, dann kann er den direkt verkaufen und wir machen Geld und haben diesen Hoogie-Woogie noch eine Lektion erteilt, Leute. Ab geht's zum Hafen. Ey, Leute, wir sind jetzt hier im Hafen angekommen. Touren meint, ich soll das hier wie immer in den Garagen positionieren. Ich weiß, dass Touren hier so ein Garagenhaus gemietet hat. Wisst ihr was? Wir werden das Fahrzeug jetzt hier einfach mal abstellen. Touren wird schon wissen, was damit zu tun ist. Ich hoffe, der kann den Wagen gut verkaufen. Wir kriegen viel Geld damit. Und ey, hier ist direkt noch ein Auto von Touren. Ein Rolls-Royce, wisst ihr was? Touren hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns den ausleihen, um direkt wieder zu diesem Hoogie-Woogie zu fahren und den wieder hochzunehmen. Allerdings, Leute, müssen wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Und zwar, der Alarm ist ja leider angegangen. Also, die haben mich bemerkt, die werden jetzt auf jeden Fall besser aufpassen. Und ich sage euch ehrlich, ein Auto reicht mir noch nicht. Der Typ war so unfreundlich, ich will ihn noch mehr hops nehmen. Wir gehen da wieder hin und klauen dem mindestens mal noch ein, zwei mehr Autos. Abfahrt wieder ab zu Hoogie-Woogie, Leute. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier wieder bei diesem Haus von dem Hoogie-Woogie angekommen und ich habe mir eine richtig gute Taktik überlegt. Und zwar, ich werde die hier ein bisschen auf taktisch schon mal wegsnipen. Weil das Ding ist, ich kann mir vorstellen, jetzt sind die natürlich in Alarmbereitschaft und wissen, dass hier jemand die Autos klauen will, Leute. Irgendwie liegt hier noch eine tote Wache. Alter, die haben jetzt sogar drei Wachen hier unten direkt allein am Tor. Alter, ich weiß nicht, wie viele Wachen die allein oben haben dann. Okay, wisst ihr was, ich muss die irgendwie wegsnipen. Wir müssen da reinkommen. Wir werden es jetzt einfach mal machen hier. 3, 2, 1 und... Alter, nice. Oh nein, der eine steht wieder auf. Okay, perfekt. Die Wachen unten sind weg und ich glaube, niemand hat auch Alarm hier geschlagen. Weil zumindest höre ich hier keine Schüsse oder Alarm oder sowas. So, perfekt. Das heißt, wir werden jetzt auf das Anwesen eindringen, Leute. Okay, komm. Oh, warte mal, da unten da läuft einer runter. Nein. Ich habe gerade gesehen, dass da einer am Runterlaufen ist. Irgendwas hat sich hier gerade bewegt. Warte, da läuft jemand. Oh, wenn der hier gleich die toten Wachen sieht, dann wird der Alarm schlagen. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Zack, weg, Leute. Okay, perfekt. Jetzt werden wir da schnell reingehen. Schnell, Leute. Wir müssen jetzt schnell machen, bevor der Alarm angeht. Nicht, dass die jetzt beim nächsten Mal sogar die Polizei oder so rufen. So, komm. Diesmal brettern wir direkt auch mit dem Rolls-Royce rein. Scheiß, Leute. Scheiß drauf auf dem Rolls-Royce. So ein Auto von dem Hoogie-Woogie ist bestimmt mehr wert, Leute, auf dem Graumarkt. So. Komm. Hier schnell rein. Perfekt. Noch kein... Oh, nein. Da vorne ist jemand. Okay, wir werden jetzt ohne Auto weitergehen. Wir werden jetzt ohne Auto... Oh, nein. Alter, fast hätten die mich bemerkt. Da ist noch jemand.
Okay, wieder nächsten ausgeschalten. Check, check. Oh, nein, 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 nein. Da ist jemand. Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann. Okay, perfekt. Perfekt hat er. Ich hoffe nicht, dass jetzt Alarm hier angegangen ist. Das war gerade schon laut. Aber es scheint hier alles ruhig zu sein, Leute. Wo ist dieser Hoogie-Woogie? Da vorne. Ich glaube, diesmal sind richtig viele Wachen im Einsatz. Ich habe eine neue Taktik. Wir werden einfach uns diesen Hoogie-Woogie schnappen. Ich werde ihm eine Knarre an den Kopf halten und werde einfach damit meinen Weg rauskämpfen, weil niemand wird auf mich schießen, wenn ich diesen Hoogie-Woogie als Geisel habe. Da vorne ist noch, läuft noch jemand. Okay, wir sind da vorne. Er hat sogar einen Leibwächter jetzt. Ich werde diesen Leibwächter einfach direkt abknallen. Ein Schuss in den Kopf. So, du weißt... So, Hoogie-Woogie, Hände hoch, du Stück Scheiße. Ach, du Schmalspur hier schon wieder. So, du nennst mich Schmalspur? So, warte. Du nennst mich Schmalspur, oder was hier? Aua, aua. Oh, so. Hör auf, ich bin Woogie. Ist mir scheißegal, wer du bist, so. Au. Niemand nennt mich Schmalspur. Ich bin aber krasser als du, darfst sowas gar nicht machen. Ist mir doch egal, Junge. Ist doch egal, wer krasser ist oder wer nicht. Es gibt immer jemand Krasseres. Aber du musst doch nicht hier jeden beleidigen, nur weil bei dir läuft, ey. Ja, aber du bist ein Nichtskönner. Du hast mein Blau nachgemacht. Bist du doof, Mann? Ich hatte mein Blau schon vor dir, Alter. Wer bist du überhaupt? Ich bin Hoogie. Ich bin der reichste Mann Los Santos durch mein Spiel. Was denn für ein Spiel, Mann? Wie heißt ja, das Spiel? Was denn? Poppy Playtime natürlich. Poppy, Leute, kennt ihr das Game? Irgendwie soll der dadurch voll reich geworden sein. Ist mir egal, wer du bist. Ganz ehrlich, guck mal, ich bin auch bekannt und hab Geld so. Und deswegen musst du noch nicht scheiße zu anderen Menschen sein. Weißt du, was ich machen werde? Was denn? Ich werde den größten Mafia-Boss Geld geben, dass er dich erledigt. Ja, der größte Mafia-Boss aber Turn und er ist mein bester Freund. Wie denn? Niemals wird er mit so einer Schmalspur wie mit dir abhängen. Jetzt reißt mir hier aber mit Schmalspur. Ah, so, du gehst jetzt schlafen, Alter. So, perfekt, Leute. Wir haben den Typen ausgenockt und ich werde mir jetzt einfach wieder auf entspannt sein nächstes Auto klauen, Leute. Aber, oh, da vorne ist noch eine Wache. Ja, wir gucken mal. Wir müssen aufpassen, dass hier kein Alarm angeht. So, erstmal wieder schön zu der Garage. Da war auf jeden Fall noch eine schöne G-Klasse. Und, Leute, wisst ihr was? Wir nehmen ihm seinen Urus mal weg. Ich glaube, das wird ihm richtig wehgetun, weil er auch vorhin mit dem Urus unterwegs war. So, ne? Leute, merkt euch das immer. Egal, wie krass bei euch läuft, egal, wie cool ihr seid oder keine Ahnung, sonst was, vergesst niemals, wo ihr herkommt und Geld macht euch auch nicht zu besseren Menschen. Und deswegen werden wir diesem Hoogie-Woogie jetzt mal hier eine Lektion erteilen und ihm einfach mal seine Autos wegnehmen. Dann schauen wir mal, wie cool er ist, wenn er einfach seine Sachen mal verliert. Mal gucken, ob er dann immer noch so coole Sprüche macht. So, Leute. Oh, Leute, Leute. Nein, hä? Was? Wir haben 5 Sterne bekommen. Irgendeine Wache hier muss Alarm ausgelöst haben. Irgendjemand muss hier Alarm ausgelöst werden. Oh, komm, 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 komm. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh! Gib mir mein Auto! Oh, scheiße, Woogie. Scheiße, Mann, Leute. Der hat keine... Oh mein Gott, die schießt auf mich. Dieser Hoogie-Woogie schießt auf mich. Oh, beiseite, Junge. Dein Auto habe ich dir weggenommen. Hahaha, dein Lieblingsauto, dein Toulouse. Der Tour ist der Einzige, der Toulouse fährt. Oh, 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 Leute. Oh, oh, Alarm ist an, der Alarm ist an, der Alarm ist an. Wir haben 5 Sterne. Scheiße, Mann. Ach, du Kacke, Mann. Oh mein Gott, was hat er hier für Alarmsysteme und so? Alter, der schießt Raketen auf mich. Der hat ein Raketenabwehrsystem oder sowas. So, Polizeiverfolgung eingeschaltet. Polizeiverfolgung eingeschaltet. Oh, oh, Leute, ich höre hier Polizeifunksprüche. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hier weg, wir müssen runtertauchen. Mit der blaue Lamborghini rechts ranfahren, wir öffnen das Schussfeuer. Niemals! Oh, scheiße, Leute, die wollen auf mich schießen. Alter, nein, hier kommt sogar schon Spezialeinheit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 Kickdown, Kickdown. Sie haben keine Chance zu entkommen. Nein, Leute, niemals. Ey, wir kriegen bestimmt voll viel Geld für das Auto. Oh mein Gott, wie viel Polizei ist hier im Einsatz? Wenn die wüssten, was dieser Hoogie-Woogie für ein Idiot ist, würden die dem nicht so helfen. Shit, 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 Leute. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen Offroad fahren. Einfach ein bisschen Offroad hier weg. Ey, warum schießen denn immer noch Raketen auf mich? Was sind denn hier für Raketen im Einsatz? Oh, Alter. Oh, Alter, die Polizei, die gibt ja echt alles. Die Polizei, die gibt ja hier echt alles, um einen aufzuhalten. So, komm, 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 komm. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir die Cops loswerden. Und zwar, ich werde einfach mal meinen guten Kumpel Russak anrufen. Der arbeitet doch beim FIB. Yo, Russik. Yo, was geht, Max? Bro, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme mit ein paar Kollegen von dir. Könntest du vielleicht den Haftbefehl für mich kurz löschen in der Datenbank? Was hast du für ein Auto? Ich bin gerade in so einem blauen Lamborghini Urus unterwegs mit gelben Felgen. Frag nicht. Okay, warte. Und weg. Ja. Oh, danke, Spaß. Russak. So, Leute, wir haben das Auto geklaut. Russak hat uns geholfen, das Fahndungslevel loszuwerden. Wir haben somit das zweite Hoogie-Woogie-Auto. Hä? Was hat Turan mir denn hier reingestellt? Alter. Ey, Turan, größter Ehrenmann. Er hilft mir hier einfach für die Einbrüche und hat mir hier irgendwie so ein Panzerfahrzeug gegeben. Lol. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, Leute, ich bin einfach kugelsicher unterwegs damit.
wisst ihr was? Das letzte Hoogie-Woogie-Auto werden wir jetzt ganz schnell klauen. Ich werde einfach mit dem Panzerfahrzeug da reinbrettern. Da können die Security so viel auf mich schießen, wie die wollen. Und dann werden wir diesen Hoogie-Woogie jetzt einfach nochmal eine richtige Lektion erteilen. Er hat es mit dem Falschen angelegt. Er hat den falschen Schmalspur genannt. Eine Schmalspur kommt nämlich nicht mit einem Panzer angefahren und klaut ihm all seine Autos. So ein Ding ist das. Leute, Kuss geht raus an Touren, dass er mir hier so einen Panzer reingestellt hat. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt das letzte Auto von dem Hoogie Woogie, und zwar seine G-Klasse. Und dann ist der Typ, glaube ich, komplett gebrochen, Leute. Let's go. So, Leute. Hä? Hier unten sind ja gar keine Securities. Ich dachte, das wird hier immer nur schwieriger. Okay, vielleicht ist er ja irgendwie schon... dieser Hoogie Woogie schon irgendwie gebrochen und schon am Ende, hat keine Securities mehr oder was hier. Oder Leute, er hat alle oben hingestellt, um oben besser aufzupassen. Könnte natürlich auch sein. Wir fahren jetzt hier einfach mal auf das Grundstück. Oh, da ist der erste. Alter! Der schießt direkt mit einer RPG auf mich. Bam! Ey Leute, zum Glück habe ich hier dieses Panzerfahrzeug. Mit einem normalen Auto wäre ich jetzt explodiert. So, den ersten haben wir schon mal beiseite geräumt. Alarm! Oh mein Gott, Leute! Alarm! Alter! Ist hier. Oh nein, 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 nein. Alter, die haben Minigun, schieß auf mich. Und ich habe 5 Sterne bekommen. Bam, hier, beiseite mit dir, Junge. Zum Glück haben wir so ein Panzerfahrzeug, die können hier auf mich schießen, wie die wollen. Juckt mich nicht. Granatensystem. Oh, warte mal, ich höre hier schon wieder Granatensystem. Aber egal, wir fahren jetzt einfach mal runter. Wo ist dieser Hoogie Woogie? Wo ist dieser Hoogie Woogie? Er nähert sich zur Garage, er nähert sich zur Garage. Oh, 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 oh. So, wir fahren jetzt hier runter, wir fahren hier runter. Achtung, Zündung! Alter, oh mein Gott, die haben hier sogar Sprengkörper versteckt. Ey, Leute, da ist dieser Hoogie Woogie. Ah, oh, scheiße, mein Panzer ist kaputt. Meine Autos in Ruhe. Mein Panzer ist kaputt, der fährt nicht mehr. Oh, oh, nein, Leute, wir müssen hier gleich aussteigen. Wir müssen warten, wenn er ein bisschen nachladen muss, dann können wir aussteigen hier. Alter, der verteidigt sein Auto höchstpersönlich. Okay, okay. Ich werde dich zerstören. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der meint's richtig ernst, Leute. Wir müssen ihn vielleicht mit Tränengas. Komm raus! Oh mein Gott! Wisst ihr was? Ich werde ein bisschen Tränengas nach da hinten werfen. Oh mein Gott. So, hier, friss Tränengas, Hoogie Woogie. So. So, du Idiot. Oh, oh nein, oh, was da hinten? Komm noch. Hey, da ist noch mal ein Molotow-Cocktails. Okay. Meine Augen. So, Hoogie Woogie, jetzt runter! Runter mit der Waffe. Nimm du die Waffe runter! Okay, weißt du was, Hoogie Woogie? Wir klären das wie Männer mit einem Boxkampf. Komm. Ja, darauf habe ich lange gewartet. Oh, scheiße, Mann. Oh, der hat einen guten Schlag, der hat einen guten Schlag, hä? Pa! 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 Na, ist das alles, was du drauf hast, Hoogie Woogie? Pa! Pa! Oh, da hinten, komm mal. So, komm, ist das alles, was du kannst? Das ist alles, was du kannst, hä? Pa! 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 So, nenn mich nicht Schmalspur, du Idiot. Perfekt, Leute. Und wisst ihr was? Jetzt klauen wir ihm sein letztes Auto. Und let's go! Leute, wir haben diesen Hoogie Woogie einfach jetzt alle seine Autos abgezogen. Jetzt müssen wir nur noch hier entkommen. Und lol, Leute. Oh mein Gott, wie viele! Ach du Scheiße, der hat eine riesige Armee. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Egal, komm, wir hauen hier ab. Ach du Scheiße, die haben mir einen Platten geschossen. Komm, 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 komm. Wie viele Securities hat der Typ denn auf einmal? So, komm, 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 wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Aber ich glaube, die Polizei hilft ihm auch nicht mehr. Russack, der Ehrenmann, hat uns geholfen. Wahrscheinlich hat er seinen Leuten gesagt, dass die hier gar nicht mehr gucken sollen, wenn hier der Alarm angeht. Dass die Polizei dann hier gar nicht mehr hinkommt. Ehre, mit den Freunden, Jungs. Touren hilft mir, Russack hilft mir. Let's go. Und wir haben das letzte Auto von Hoogie Woogie geklaut. Wir haben ihm eine Lektion erteilt. Wir können die Autos jetzt verkaufen, machen noch ein bisschen Plus damit, ein bisschen Schnapp machen. Und ich glaube, der Typ ist in Zukunft nicht mehr so abgehoben, ja. So ein Ding ist das einfach. Niemand nennt iCrimex eine Schmalspur. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut rein, Leute, euer iCrimex.